Und hiermit übergebe ich endgültig die News-Sendung an den besseren Moderator. Und? Was noch? Und außerdem lispel ich wirklich, es liegt gar nicht an dem Mikrofon. Und jetzt? Los, nimm meinen Kaugummi in den Mund. Stopp. Kaum ist man mal 2 Wochen außer Gefecht, werden hier alle Größen wahnsinnig. Komm, gib her. Ab. Oh, Mann, du bist wieder. Ich bin wieder da. Komm, hau ab. Ach, der arme Kerl. Da sind auch Dinge passiert, die man mit 90 Grad nicht mehr rauswaschen kann. Apropos schlimme Dinge, Morddrohungen wegen No Man's Sky Release-Verschiebung, dann soll Total War Warhammer außerdem Seeschlachten bekommen und die Xbox will auf der E3 Virtual Reality vorstellen. Ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Nachdem es anfangs nur Gerüchte waren, ist es inzwischen offiziell bestätigt, No Man's Sky kommt später. Nicht mehr im Juni, sondern erst am 10. August soll das Weltraumspiel auf den PC und die PS4 kommen. Und obwohl die Verschiebung nur ein paar Wochen ausmacht, ist das für einige Schwachmaten trotzdem Grund genug, Morddrohungen auszusprechen. Und zwar nicht nur gegen den Redakteurskollegen Jason Schreier von der Webseite Kotaku, der diese Verschiebung als erster berichtet hat, nein, sogar gegen Chefentwickler Sean Murray von Hello Games, der Busladungen an Morddrohungen bekommen hat. Wenn man halt sonst keine Probleme hat. In der Release-Version von Total War Warhammer gibt's nur Schlachten an Land. In den Programmdateien haben einige findige Fans jetzt aber Hinweise auf Seeschlachten gefunden. Und zwar nicht nur in Form von Einheitennamen, nein, es gibt sogar Grafiken für die unterschiedlichsten Schiffe für alle Fraktionen. Seeschlachten wären übrigens in Total War nichts Neues. Es gab es in früheren Teilen schon und auch im Warhammer-Universum wird schon seit Ewigkeiten auch auf dem Meer gekämpft. Ob das Ganze als DLC, Add-on oder Update ins Spiel kommt, das ist noch nicht bekannt. Übrigens, die Entwickler von Creative Assembly und der Publisher Sega dürfen sich freuen, denn Total War Warhammer ist das Total War-Spiel mit dem bisher besten Verkaufsstart. In den ersten 3 Tagen hat man alleine 500.000 Stück verkauft und momentan führt Total War Warhammer die Steam-Charts an. Is a world whose fate, be it damnation or salvation, is yours to decide. Es wird Dinge geben, die wir noch nie gemacht haben, orakelt Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter, wenn er von den Microsoft-Plänen für die diesjährige E3 spricht. Einige Gerüchte sprechen davon, dass da neue Xbox-Modelle vorgestellt werden und jetzt gibt's ein neues Gerücht, was diese neuen Xbox-Modelle können, nämlich Xbox Virtual Reality. Nach dem AR-Ausflug in Microsoft HoloLens könnte nämlich der Konzern dieses Jahr Virtual Reality-Spiele vorstellen und der Hinweis darauf ist, dass auf der offiziellen Website der E3-Messe man die Aussteller sortieren kann und da gibt es eine neue Kategorie namens Xbox Virtual Reality. Diesen Reiter gibt es wohl schon seit einigen Tagen, aufgefallen ist der aber jetzt einem findigen NeoGAF-User, der dazu einen eigenen Thread gestartet hat. Unter diesem Thread sind auch dann schon zusammengefasst die Studios, die für Xbox VR entwickeln, nämlich bekannterweise Rebellion, die Entwickler von Sniper Elite, außerdem das Studio Maximum Game, 3D Rudder und eine Firma namens Readily Information Company. Was dahinter steckt, das finden wir raus zur Microsoft-Pressekonferenz und die ist am 13. Juni. You're welcome. Ja, aber obwohl er all die Grausamkeiten mit dir angestellt hat und du wahrscheinlich nie wieder derselbe sein wirst und man jetzt dieser Puppe das angetan hat, was normalerweise diese Puppen in Gerichtssälen immer nur machen müssen, hat André das gar nicht so schlecht gemacht. Vielleicht sollte André morgen mit mir zusammen die Sendung übernehmen. Du kannst übrigens reinkommen, André. Ich weiß, dass du bereits außerhalb des Bildes gewartet hast. Dann entscheiden wir halt morgen ein für alle Mal, wer der bessere News-Moderator ist. Und egal, wie ihr abstimmt, André ist ja dann eh weg. Oh, es wird eine so glorreiche Niederlage. Also,